vor und forderten zum Mitmachen auf. Bis er 15 Jahre alt war, war Matthias Kühltau aus Sulzbach-Rosenberg Katholik. Dann hat er allerdings gemerkt, dass das Christentum ihm nicht das geben kann, wonach er sucht. 1995 hat er schließlich seine Religion gefunden und konvertierte, und zwar zum Islam. Nicht immer hat seine Entscheidung für den Islam in seinem Umfeld Gefallen gefunden. Er hat schon einige Freunde dadurch verloren. Und oft muss Kühltau auch mit Vorurteilen kämpfen. Fünfmal am Tag beten, das tut Aladin Matthias Kühltau, und zwar seit mittlerweile 12 Jahren. Getauft wurde Kühltau als Christ und auch seine Kommunion hat er gefeiert. Doch mit 15 Jahren hat der heute 38-Jährige gemerkt, dass das Christentum nicht das Richtige für ihn ist. Bei einem Besuch in einer Moschee fand er seine Bestimmung. Mein Gefühl hat mir sofort gesagt, diese scheinbar ja, Atmosphäre in dieser Moschee, die birgt irgendwas in sich, wo ich sage, ja, das habe ich gesucht. Und da wollte ich nicht mehr loslassen, da wollte ich dann wirklich dranbleiben und mich intensiver damit beschäftigen. 1995 konvertierte Matthias Kühltau schließlich zum Islam. Seitdem lebt er als Aladin Matthias Kühltau aktiv nach dem islamischen Glauben. Den Koran lesen, kein Schweinefleisch und kein Alkohol, das sind einige der Regeln, an die Kühltau sich jetzt hält. Dadurch, dass er zum Islam übergetreten ist, hat Kühltau viele Freunde verloren, die seine Entscheidung nicht verstehen konnten. Man verliert Menschen, die einfach nicht mehr zu einem gepasst haben, aber sei es drum, es gibt andere Menschen, die viel besser zu einem passen. Und was soll ich immer mein Leben lang am gleichen Menschen hängen, der gar nicht zu mir passt? Für ihn kommt diese Ablehnung daher, dass viele Menschen den Islam und auch den Koran nicht genau kennen. Eine Hilfe für Kühltau, seine neue Religion besser zu verstehen, waren beispielsweise Gespräche mit anderen Moslems und verschiedene Kommentare, die die Inhalte des Korans im geschichtlichen Zusammenhang erklären. Kühltau setzt sich trotzdem gerne weiterhin mit anderen Religionen auseinander. Ich habe Freunde, christliche Freunde, ich habe buddhistische Freunde, ich arbeite in einem asiatischen Restaurant. Das passt unheimlich gut zusammen, die Religionen. Islam, Buddhismus, Christentum. Wenn man nicht ins Detail geht, sage ich mal, kann man Kompromisse finden und kann man Übereinstimmungen auch finden. Sowohl durch Gespräche als auch in Foren im Internet versucht Kühltau, über den Islam aufzuklären. Sein Ziel, Vorurteile abbauen helfen. Mit einem jährlichen Tag der offenen Moschee wollen auch islamische Gemeinden in Deutschland dazu beitragen, Barrieren zwischen den verschiedenen Kulturen abzubauen. Dabei können Nicht-Muslime mit Muslimen ins Gespräch kommen. Bundesweit öffnen die Moscheen immer am 3. Oktober ihre Pforten für die Öffentlichkeit. Und wir kommen zu einem anderen Thema. Sie würden gerne Golf spielen, ist Ihnen aber zu teuer und nichts für die Familie. Dann sollten Sie es mal mit